Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Und so lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zur Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, wir lesen miteinander die Verse 37 bis 41. Hört das Wort des Herrn. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus, unser König, du Herr aller Herren, wir rufen dich an und wir bitten dich, schenk uns Gnade, dass wir auch jetzt dein Wort annehmen und glauben. Das bitten wir zu deiner ewigen Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. So, letzten Sonntag hörten wir diese berühmte Pfingstpredigt des Apostel Petrus und wir sahen, was der Heilige Geist tat, der auf die Jünger herabkam. Wir sehen es in aller Deutlichkeit, was er tat an Petrus. Denn Petrus, er war erfüllt mit Kühnheit, mit Freimut, ohne Menschenfurcht, diesen Menschen Christus als Herrn zu verkündigen und ihnen ins Angesicht zu predigen. Er traute es, ihre Sünden aufzudecken, sie haben diesen Christus, diesen Herrn ermordet. Das kostet Mut, vor einer so großen Menge zu sagen, ihr habt ihn zu Unrecht getötet. Was erwartet ihn wohl? Aber der Heilige Geist, er war mit ihm, er erfüllte ihn mit Kühnheit und Tapferkeit. Das ist, was der Geist tut. Und welche Predigt noch einmal begleitet der Heilige Geist mit Kraft? Petrus verkündigt, dass Jesus der Herr ist, und er belegt es mit Bibelstellen. Und das ist das, was der Heilige Geist begleitet mit Kraft. Wenn Christus, Jesus verkündigt wird als Herr, belegt mit der Heiligen Schrift. Petrus zitiert eine Bibelstelle nach der anderen und er sagt im Grunde dies: Gott hat bewiesen, dass dieser Jesus aus Nazareth der Herr ist, der Christus ist, das heißt, der von Gott eingesetzte König über alle Könige, gesalbt als Herr über alle Völker, dem die Herrschaft gegeben ist über alle Menschen und der alle Menschen entweder richten, verdammen oder retten wird, ewiges Leben schenken wird. Er ist bewiesenermaßen der Herr, zeigt uns Petrus. Warum? Weil er bestätigt ist durch seine Machttaten, die Zeichen und Wunder. Weil er bestätigt ist durch sein Sterben. Er hat dadurch Prophezeiungen erfüllt. Nein, das war kein Versehen, das war so vorgesehen. Er ist bestätigt durch seine Auferstehung aus den Toten. Er ist bestätigt durch seine Himmelfahrt, indem er sich setzte zur Rechten Gottes und den Heiligen Geist ausgegossen hat. Diesen Herrn der Herrlichkeit, den habt ihr gekreuzigt. Das heißt, ihr habt euch den Allmächtigen zum Feind gemacht. Mit anderen Worten, es ist aus mit euch. Das ist die Predigt, die der Heilige Geist begleitet in Kraft, indem der Prediger freimütig, stark, ohne Menschenfurcht, tapfer und kühn predigt und die Menschen von ihrer Sünde überführt, dass sie den Herrn Jesus Christus nicht geehrt haben, sondern verachtet haben. Aber der Heilige Geist, er begleitet nicht nur die Predigt von der Königsherrschaft Jesu Christi, indem er dem Prediger selbst aufhilft in seiner Schwachheit und ihm Kraft gibt, sondern der Heilige Geist, er wirkt auch in den Hörern, in den Zuhörern. Der Heilige Geist tut hier etwas Gewaltiges in den Menschen, die Jesus einst abgelehnt haben und verworfen haben, die geschrien haben, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm.
Nun wirkt der Geist mittels des Wortes Gottes, das gepredigt wurde, in Herzen dieser Menschen. Und was passiert, wenn der Geist wirkt? Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Also die Leute, die Jesus ablehnten, sie hören das Wort und das Wort wirkt in mächtiger Weise an ihnen, sodass das Wort eindringt in ihre Herzen und zwar gemeint ist wie ein Schwert, das ins tiefste Innere dringt und sie durchbohrt. Sie wurden durchbohrt. Und das ist nicht einfach so vieles Nachdenken und so Selbstreflexion. Es heißt hier explizit, das Wort hatte hier diese Wirkung. Als sie das hörten, drang es, das Wort, ihnen ins Herz. Es ist das Wort Gottes, das hier wirkt in Kraft. Wie es heißt im Hebräerbrief Kapitel 4. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringend. Es durchbohrt dich bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Das heißt, das Wort Gottes dringt so tief ein, dass es deine tiefsten Gedanken aufdeckt, wie es wirklich um dich steht. Das Wort Gottes hat Kraft. Der Heilige Geist wirkt das Wort Gottes an wie ein Schwert. Und zwar so, dass es wirklich schmerzt. Dass das wirklich wehtut, dass es dich wirklich im tiefsten Inneren trifft. Sie begreifen plötzlich diesen Jesus, der wirklich der Herr, der wirklich der Christus ist. Wir haben ihn ermordet. Dieses schlechte Gewissen sticht sie plötzlich. Es schmerzt sie, diese Erkenntnis, dass sie solch großes Unrecht getan haben. Was haben wir da nur getan? Dieser Schmerz, ihre eigenen Schuld, ihre Sünde, dieser unerträgliche Gedanke. Was hat wohl ihr Verbrechen für Folgen? Sie haben ihn nun zum Feind. Er wird sie richten, er wird sie verdammen, er wird sie vernichten. Sein Zorngericht erwartet sie. Und all das trifft sie, es durchbohrt sie, wir könnten sagen, wie ein Todesstoß. Aber nein, es ist nicht ihr Ende, wenn etwas geschieht. Sie wenden sich plötzlich an Petrus und die Apostel. Es sind ja eigentlich Männer, müsst ihr euch überlegen, die sich verachten, die niemand sind. Und plötzlich seht ihr, wie sie demütig werden und reumütig und um Rat bitten und sie Brüder nennen. Was sollen wir tun, Brüder? Sie begreifen. Also sie haben diese Einsicht, dass sie ihr Elend fühlen und sie fühlen sich schuldig. Sie sind des Todes. Was sollen wir tun, Brüder? Und lasst uns hier einmal innehalten. Schau doch, was der Heilige Geist bewirkt, wenn diese Botschaft von dieser Königsherrschaft Jesu Christi verkündigt wird, das Heilige Evangelium. Es dringt ein in dein Herz so tief, dass plötzlich Glauben entsteht, weil die würden sich nicht so fühlen, wenn sie nicht plötzlich glauben würden, dass das stimmt, was er sagt. Also wird Glauben in ihrem Herzen geweckt, dass sie diese Worte ernst nehmen und zu Herzen nehmen, dass er wirklich der auferstandene König ist und der Herr und dass sie sich mit ihm angelegt haben. Und dann kommt diese Erkenntnis in dein Herz, die tief eindringt, dass du überführt wirst von deiner eigenen Sünde, von deiner Schuld. Du fühlst, dass du den König beleidigt und verachtet hast und sprichst, wehe mir. Und es bewirkt deinem tiefsten Inneren, dass du es aufrichtig bereust. Also, dass du aufrichtig fragst, was soll ich denn jetzt tun, um dieses Elend, das ich fühle, von ganzem Herzen fühle, abzuwenden. Gott bewirkt Herzensschmerz in uns. Es geht nicht um ein Wohlfühl-Evangelium. Nicht zuerst. Denn erst musst du deine Sünde fühlen. Erst musst du bereuen. Dann wird Gott dir ein Wohlempfinden schenken, eine Freude, ein Jubeln, ein Frohlocken, ein in die Luft springen und in die Hände klatschen für deine Rettung. Aber damit Gott dir diese Freude geben kann, muss erst Kummer kommen in dein Herz, dass du deine Sünden erkennst und erkannt hast, gefühlt hast, was du mit dem Herrn Jesus Christus getan hast, als du ihn so verachtet hast.
dass es dich durchbohrt, dein Herz, dass du ewigen Zorn verdienst, die ewige Hölle. Und darum heißt es auch in der Heiligen Schrift, im Psalm 51, Gott, du hast keinen Gefallen an Schlachtopfer, sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes, also das, was ihm gefällt, sind was? Ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was muss ein Sünder tun, der unter dem Zorn des Königs, der unter dem Zorn Jesu Christi steht? Wenn er doch der Herr ist, wie kann er gerettet werden? Vers 38. Petrus antwortete ihnen. Er spricht zu ihnen. Was sollen sie tun? Tut Buße. Und ein jeder von euch werde getauft auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, was sagt er ihnen? Was sollen sie tun? Erstens, tut Buße. Das Wort Buße bedeutet Sinneswandel. Völlige Umkehr im Denken. Es geht um radikales Umdenken. Du denkst vollkommen anders als zuvor. Die gesamte Ausrichtung deines Denkens, deiner Denkweise, wie du bisher über alles gedacht hast, muss sich radikal verändern. Konkret in diesem Fall. Ihr habt gedacht, vorher gedacht, dieser Jesus aus Nazareth ist ein Verfluchter, ein Gotteslästerer, der auf die schändlichste Weise gekreuzigt werden muss, der weggehört. Für dieses Denken sollt ihr euch jetzt schämen. Ihr sollt es zutiefst bereuen, dass ihr jemals so gedacht habt und so schändlich gehandelt habt. Fühlt euer Elend, fühlt euer Schmerz darüber, dass ihr so in Bosheit gedacht und getan habt. Ihr sollt radikal umdenken. Jetzt aber soll euer Denken sein, dieser ist der Heilige Gottes. Dieser ist der Christus, er ist der Herr. Er ist der Herr der ganzen Welt und ich muss mich ihm unterwerfen. Ich muss ihm die Treue schwören, dass ich ewig ihn liebe, ihm diene, ihm gehorche, ihn ehre, für ihn lebe und für ihn sterbe. Er soll mein König sein, mein Ein und Alles und niemand sonst. Buße heißt sozusagen ein U-Turn, ein völliges Umkehren von einem bisherigen Weg hin zu diesem Christus. Du sollst mein König sein. Mein Herr, vorher war mein Denken Unglaube. Weg mit diesem Jesus, Schande über ihn. Jetzt ist mein Denken Glaube. Herr, mit diesem Jesus, ich brauche ihn unbedingt. Und alle Ehre gebührt ihm. Völliges Umdenken. Und das soll sich nicht einfach in deinem inneren, verborgenen Denken so kundtun. Es soll sichtbar, offiziell bestätigt werden mit einer Sache, nämlich die Taufe der Buße. Tut Buße und jeder von euch werde getauft auf dem Namen Jesu Christi. Es gibt diverse Sekten, also wie die Zeugen Jehovas oder die Oneness Pentecostals, das ist so ein bestimmter Arm der Pfingstler, die taufen nur auf den Namen des Herrn Jesus, nicht auf den Namen unseres dreieinigen Gottes, wie Christus ja befiehlt in Matthäus 28. Tauft sie auf dem Namen, ein Name, drei Personen, auf dem Namen, den einen Namen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott, unser dreieiniger Gott. Aber warum ist das, warum wird das denn hier jetzt so gesagt, dass sie sich taufen lassen sollen auf seinen Namen? Und warum wird hier gar nicht die Dreieinigkeit genannt? Nun, überleg doch einmal, das ist doch ganz klar. Wen haben sie denn jetzt abgelehnt? Sie stritten ja nicht dagegen, dass es einen Vater im Himmel gibt oder den Heiligen Geist. Oh, lasst mich das korrigieren. Doch, das taten sie. Aber wie? Indem sie gegen den stritten, den der Vater gesandt und gesalbt hat als König. Und damit stritten sie gegen den Vater selbst. Indem sie den ablehnten und gegen den stritten, den der Heilige Geist gesalbt und bemächtigt hat, Gewaltiges zu tun. Sie stritten gegen den Sohn Gottes, gegen Jesus Christus, den Herrn. Mit anderen Worten sagt der Apostel Petrus nun Folgendes. Ihr habt euch aufgelehnt gegen den Mann, den Gott zum König über die ganze Erde eingesetzt hat. Ihr habt gestritten mit ihm, ihr habt ihn verworfen, ihr habt ihn kaltblütig ermordet. Das sollt ihr nun von Herzen bereuen, dass ihr so schändlich gedacht und gehandelt habt. Und das sollt ihr in aller Öffentlichkeit tun. Ihr sollt euch hier und jetzt diesem König unterwerfen und seiner Herrschaft unterstellen.
Lasst euch taufen auf seinen Namen, damit bezeugt ihr vor aller Welt, ihr unterwerft euch jetzt diesem Namen, den ihr verworfen habt. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Wie? Stellt euch vor, wie ein König, der eine feindliche Stadt erobert, die ihn angegriffen haben. Und er kommt und er stellt sie alle vor sich und sagt, ich werde euch allesamt vernichten. Und ich werde keinen einzigen von euch übrig lassen. Ihr werdet alle untergehen im Feuer, weil ihr meine Feinde seid. Aber ich sage euch, wenn es euch aufrichtig leid tut, dass ihr gegen mich rebelliert habt, dass ihr mich beleidigt, mich verworfen, ja verachtet habt. So kommt nun vor aller Welt, vor allen, die es sehen, beugt euch vor mir, schwört mir die Treue, küsst mich, indem ihr mich um Gnade bittet, dass ich euch verschone und hierinfort meine Diener seid und für mich lebt. Verstehst du? Dies ist die offizielle Bitte um Gnade vor dem König der Könige, wenn du kommst, um dich auf seinem Namen taufen zu lassen. Sein Name meint seine ganze Person mit seiner ganzen Autorität und Macht. Die Taufe heißt, ich unterstelle mich der Königsherrschaft Jesu Christi und seiner Autorität. Ich gehöre nicht mehr länger mir. Nein, ich übergebe mich offiziell seiner Herrschaft. Ich gehöre ihm. Es ist nicht einfach nur diese offizielle Unterwerfung unter dem König Jesus, es ist auch das offizielle Zeichen des Königs, dass er dich annimmt und dich begnadigt. Manche denken immer, die Taufe ist sowas Einseitiges. Ich zeige Jesus, dass ich jetzt zu ihm gehören will. Wenn du kommst und dich taufen lässt von der Gemeinde Jesu, dann gibt der König dir damit ein sichtbares Zeichen für etwas Unsichtbares, das der König dir schenkt. Also wenn du kommst im Glauben an Christus und dich taufen lassen willst, dann schenkt der König dir etwas Unsichtbares und das sagt er dir zu mit etwas Sichtbarem. Durch das Zeichen, das du empfängst, wird dir etwas dargestellt, was der König verspricht, dir zu schenken. Was schenkt der König einem jeden, der Buße tut über seinen Unglauben, über alle seine Sünden und kommt, um Gnade zu bitten bei dem König? Was ist das Geschenk des Königs? Petrus aber spricht zu ihm, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, komm mit Buße, mit Reue, im Glauben, bitte den König um Gnade, komm mit dem Wunsch, dich taufen zu lassen, dass du dich offiziell dem König unterwirfst und ihn um Gnade bittest. Was schenkt der König dir? Was bekommst du, was durch dieses sichtbare Zeichen der Taufe ausgedrückt wird? Zwei Dinge. Erstens, die Vergebung deiner Sünden. Hast du gehört? Die Vergebung deiner Sünden. Aller deiner Sünden. Dir wird vergeben werden, dass du ungläubig warst und Christus abgelehnt hast und so gesündigt hast gegen den Allmächtigen. Und zweitens, du empfängst die Gnade, die Gabe des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, Gott reinigt dich zuerst, dass du rein bist und heilig bist und dann bereit bist, den Heiligen Geist zu empfangen, der in dir wohnt. Gott selbst, der Heilige Geist, zieht ein in deinem Herzen, wenn du gereinigt und geheiligt bist für ihn. Und mit diesem Geist gibt Gott sich selbst für dich und damit das ewige Leben. Das ist, was der Herr Jesus tut. Schau einmal, wie unendlich gnädig und barmherzig dieser König ist, dass er seinen Feinden, die ihn gerade zuvor doch ans Kreuz genagelt haben, das schenkt. Vergebung und seinen Heiligen Geist? Also wer kommt und wirklich radikal umdenkt und seine Schuld bereut und sich offiziell dem Namen der Herrschaft Jesu Christi unterstellt in der Taufe, den vernichtet er nicht. Ganz im Gegenteil, den beschenkt er reichlich
und zwar reicher als jemals ein König auf Erden dich beschenken könnte. Er schenkt dir Vergebung aller deiner Sünden. Du bist vollständig abgewaschen von aller Schuld, aller. Auch die Dinge, wo du denkst, das kann man mir doch nicht vergeben. Er schenkt dir seinen Heiligen Geist als Gabe. Und dass er dir diese Dinge unsichtbar schenkt, demonstriert er, indem er dir diese sichtbare Wassertaufe gibt, um auszudrücken, um dir zu bestätigen, wie ein Siegel, das ist, was ich dir gebe. Das ist die Erfüllung von diesem Versprechen aus dem Alten Testament, wo der Herr spricht in Hesekiel 36, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Schau, was der König schafft in dir. Vergebung, Reinwaschung und dann sein Geist in dein Inneres, dass du jetzt dein heiliges Leben führst zu seiner Ehre. Und die Taufe bedeutet darum beides. Die Taufe ist die Bitte an den König um Vergebung deiner Schuld und um die Gabe des Geistes. Und es ist gleichzeitig das sichtbare Zeichen des Königs, das er dir verleiht, damit du verstehst, du empfängst diese Gabe. Die Vergebung deiner Schuld. Und den Heiligen Geist und damit das ewige Leben. Nun ist die Frage, wem gilt dieses Versprechen des Königs? Also diese Gabe zu empfangen, wem gilt dieses Versprechen? Noch einmal Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wem gilt dieses Versprechen? Petrus hat es eingangs eigentlich schon gesagt, erinnert euch am Anfang seiner Predigt, und da sagt er, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also hier erfahren wir, diese Verheißung gilt jedem, der den Namen des Herrn anruft. Aber schaut, Petrus sagt hier explizit, diese Verheißung, sie gilt euch. Euch? Euch, die ihr den Herrn Jesus Christus ermordet habt. So groß ist diese Gnade. Seht ihr, dass er es eigentlich gar nicht größer demonstrieren könnte, wie groß seine Gnade ist und dass es wirklich für den größten der Sünder in eurer Mitte hier gilt? Also wenn dieses Versprechen gilt für Menschen, die den Herrn Jesus Christus ermordet haben, dann nicht auch für dich? Keiner kann jemals anzweifeln, ob der Herr ihn wirklich vergeben kann, wenn er sogar seinen Feinden vergeben kann, die ihn gekreuzigt haben. Diese Verheißung, sie gilt euch. Und euren Kindern. So. Manche sehen hier ein Gebot darin, die Kinder taufen zu lassen, denn schließlich gilt diese Verheißung ja dann auch für die Kinder. Was ist die Verheißung? Die Reinigung von den Sünden und das Empfangen des Heiligen Geistes, was in der Taufe dargestellt wird. Also, wer will denn diesen Segen seinen Kindern verwehren? Also werden diese Männer doch alle ihre Kinder mitgebracht haben und auch die Säuglinge und haben sie dort Ort und Stelle taufen lassen. Beim besten Willen, also so sehr ich mich auch anstrenge, zu versuchen es zu sehen in diesem Text, ich sehe es nicht. Dieses Versprechen gilt natürlich auch den Kindern, den Nachkommen dieser Leute. Dass wer auch immer Buße tut und sich taufen lässt zur Vergebung der Sünden, den Heiligen Geist empfängt. Aber so wie es für die Erwachsenen gilt, dass die Verheißung für sie doch nur in Kraft tritt, wenn sie Buße tun und sich taufen lassen, so natürlich auch für die Kinder. Warum sollte es für die Kinder anders sein als für die Erwachsenen? Für sie gilt die Verheißung, wenn sie kommen und Buße tun und sich taufen lassen. Denn biblische Taufe ist die Taufe der Buße. Biblische Taufe bedeutet, sich offiziell dem König zu unterwerfen und vom König das Zeichen persönlich zu erhalten, dass man Vergebung erhält und den Heiligen Geist. Sag mir, warum sollte man das den Kindern wegnehmen wollen?
Also wenn die Verheißung doch den Kindern gilt, warum sollte man ihnen die Taufe der Buße wegnehmen? Nun, unsere kindertäuferischen Freunde sagen, wir nehmen ja nicht die Taufe weg, wir nehmen sie nur vorweg sozusagen. Sie sollen dann später glauben, dass diese Taufe für sie gilt. Ihr Lieben, die Taufe in der Heiligen Schrift ist die Taufe der Buße. Man kommt, weil man bittet um Vergebung seiner Schuld. Dem Apostel Paulus wird später gesagt in Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, wie? Indem du den Namen anrufst, den Namen des Herrn Jesus Christus. Mein Kind soll das erleben dürfen, dass es den Namen des Herrn Jesus Christus anruft in der Taufe, dass er die Sünden abwäscht und dir den Heiligen Geist schenkst. Man sagt, aber du verwehrst doch deinem Kind die Taufe. Nein, andersherum, ich will ihn in die Taufe eben nicht verwehren. Das soll doch mein Kind erleben dürfen, es soll doch kommen dürfen und sagen, ich will getauft werden. Ich will diese Verheißung annehmen im Glauben. Ich will mich diesem König offiziell unterwerfen. Und ich will sein Zeichen annehmen, dass er mich angenommen hat und mir die Gabe der Vergebung und seinen Heiligen Geist schenkt. Denn wer lässt sich taufen? Hier, wenn ihr mal schaut, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Alle, die das Wort der Verheißung im Glauben aufnehmen, an ihnen wird diese Verheißung erfüllt. Und nein, Kinder haben nicht automatisch Vergebung ihrer Schuld und die Gabe des Heiligen Geistes, nur weil sie gläubige Eltern haben. Sie müssen das Wort aufnehmen. Sie müssen die Verheißung hören, im Glauben ergreifen, genauso wie die Eltern es taten, denen auch die Verheißung gilt, wenn sie Buße tun, wenn sie glauben und sich taufen lassen. Darum heißt es hier auch weiter, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also, die Menschen, die dort vor Ort sind, ihren Kindern, ihren Nachkommen, aber auch all die Juden, die überall in der Ferne zerstreut sind und auch die Heiden in den entferntesten Ländern und Nationen dieser Welt, wie die Schrift sagt in Jesaja 45, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Wendet euch zu mir, alle Enden der Erde. Die, die ihr einst fern wart, werdet nun gerufen. So hat Christus, der auferstanden ist, auch verkündigt in Lukas 24, erinnert ihr euch? Da heißt es, dann öffnet er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Was hat der Herr Jesus Christus gesagt, was geschehen muss, damit die Schriften erfüllt werden? Dass in den Namen des Herrn Jesus Christus Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden soll allen Nationen. Was sollen wir predigen? Buße und die Vergebung der Schuld für alle, die Buße tun. Und Achtung jetzt, wer ist es, die letztendlich diese Verheißungen im Glauben ergreifen werden? Es heißt hier, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wem gilt die Verheißung? Wem gilt die Vergebung der Sünden und der Empfang des Heiligen Geistes? Die, die Buße tun, die glauben, die sich taufen lassen, wer wird das sein? So viele, wie der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gepredigt wird die Botschaft allen. Aber letztendlich ist es der Herr, der wirksam beruft. Meine Schafe hören meine Stimme und sie werden mir folgen. Oder wie der Herr spricht in Jesaja 43, ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist
und den ich zu meiner Ehre geschaffen, ja, den ich gebildet, ja, den ich gemacht habe. Gott ruft sie und er ruft sie zu sich, dass sie kommen und gerettet werden. Zwei Bibelstellen aus der Apostelgeschichte selbst, die ich dir mal mitgeben möchte, um darüber mal etwas nachzudenken. Wenn du mal schaust, in Apostelgeschichte 2, in demselben Kapitel, Vers 47, wer wird gerettet? Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Hast du das gelesen? Denk da mal zu Hause drüber nach. Noch eine Stelle, Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Hast du gehört? Hier haben wir einfach die Souveränität Gottes im Erlösungswerk. Streite nicht gegen die Souveränität Gottes. Preise Gott dafür, dass er Menschen beruft und sie rettet und dass er sich erbarmt. Aber lesen wir weiter. Vers 40. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Also wir verstehen hier, wir haben hier nur einen kleinen Auszug aus der eigentlichen Predigt von Petrus. Er predigte noch viele andere Worte und er beschwor und er ermahnte sie. Achte auf diese Worte, die hier stehen. Ich habe das schon oft gehört, warum predigt ihr eigentlich so viele Worte? Und warum predigt ihr eigentlich so ernst und so ermahnt? Achte darauf, Petrus machte hier viele Worte und nicht einfach, um viele Worte machen zu wollen, sondern weil es viel zu sagen gibt. Mit vielen Worten beschwor und ermahnte er sie. Und achte auf diese Worte. Er beschwörte sie. Das meint so viel wie ernstlich, eindringlich bezeugte er es ihnen. Er ermahnte sie. Ermahnten, das kann auch so viel bedeuten wie ermutigen oder trösten. Das heißt, jemandem gut zuzureden. Also, er wird ihnen in aller Deutlichkeit und Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit aufgezeigt haben, wie schwer das Gericht Gottes über sie ist, das kommt. Gleichzeitig wird er sie ermutigt und getröstet haben und ihnen gut zugeredet haben. Wenn ihr doch glaubt und wenn ihr euch taufen lasst, dann werdet ihr die Vergebung eurer Schuld haben. Ihr Lieben, das ist genau die Weise, wie Christus es den Aposteln befohlen hat, dass sie predigen sollen. Ein Prediger sollte sich nicht einfach so eine eigene Weise ausdenken, wie er predigt. Weil Christus hat nicht nur befohlen, was man predigen soll, er hat auch befohlen, wie man predigen soll. Wir finden das in Apostelgeschichte 10, ab Vers 42. Petrus sagt, er, der Herr Jesus, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also hier haben wir es. Ernstlich ermahnen und predigen. Jesus ist der Richter. Er wird dich richten. Er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Aber schaut, jeder, der ihn um Vergebung bittet, hat Vergebung all seiner Sünden. In Christus ist gekommen, um für Sünder zu sterben und aufzuerstehen. Und er hat die Vollmacht, jedem die Schuld zu vergeben, der ihn anruft. Er sprach ernst und eindringlich mit ihnen. Er machte viele Worte. Er ringt mit ihnen. Er schüttelt sie förmlich. Kehrt doch um. Glaubt an Jesus Christus. Und er sagt, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Man könnte auch sagen, von dieser verkehrten Generation. Damit ist vor allem die Generation gemeint, in dem sie sich gerade alle befinden, die, über die das Gericht kommen sollte, 70 nach Christus, bei der Tempelzerstörung und Verwüstung Israels. Jesus, unser Herr, sagt es in Matthäus 23, ihr Schlangen, ihr Otternbrot, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Darum siehe, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrten zu euch und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zacharias und des Sohnes Berekias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen.
Mit anderen Worten, ihr, die ihr das Maß voll gemacht habt und am Ende sogar den Sohn Gottes gekreuzigt hat, Gott wird euch richten, er wird euch vernichten. Das ist, was er getan hat, 70 nach Christus. Und die das erlebt haben, erleben natürlich noch viel schlimmeres Gericht. Im ewigen Gericht, das Gericht der Hölle. Aber, ihr Lieben, jeder einzelne Mensch muss aus seiner Generation gerettet werden. Jeder muss sich herausbekehren aus seiner Generation. Er muss gerettet werden aus seinem Geschlecht. Und Achtung, er sagt nicht, rettet euch selbst. Er sagt, lasst euch retten. Du kannst dich nicht retten. Den Menschen ist nur ein Name gegeben unter den Himmel. Der Name des Herrn Jesus Christus, in dem sie gerettet werden sollen. Es gibt nur ein Name. Nur er kann dich retten. Nur er allein. Christus, der Retter. Was ist nun das Ergebnis von Petrus' Predigt? Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die, die sein Wort aufnahmen im Glauben, sie wurden getauft, biblische Taufe, Gottes Wort annehmen, Buße tun, bitten um Vergebung der Schuld, dass alles abgewaschen wird und du auferstehst zum neuen Leben mit Christus. Jeder, der das Wort hört, im Glauben und Buße reagiert, um Vergebung seiner Schuld bittet und um die Gabe des Heiligen Geistes in der Taufe, wurde getauft. Ihnen wurde der Heilige Geist zuteil. Und es heißt, sie wurden der Gemeinde hinzugetan. Woran du mehrere Dinge lernen kannst, nämlich, dass Taufe und Gemeindegliedschaft zusammengehören soll. Jesus sagt ja nicht nur, tauft sie, sondern dann sagt er, tauft sie und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Wer getauft ist, soll zu der Gemeinschaft des Königs gehören, zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Und wir sehen auch, dass sie hinzugetan wurden, 3000 Seelen, das heißt, es gibt eine konkrete Zahl, man weiß, wie groß die Gemeinde ist, man weiß, wer dazugehört. Und wir sehen hier auch, ganz wichtig, die Taufe ist nicht etwas, wie manche meinen, so ein Abschlussdiplom wie bei einem Studium. Also du hast dich bemüht, so ein guter Christ zu sein vielleicht, und wenn du so einen bestimmten Grad an Reife dann irgendwie erreicht hast, weil du 2 Jahre lang eine Gemeinde Grundkurs gemacht hast und keine Ahnung was erreicht hast, dann bekommst du sozusagen als Diplom deine Taufe. Biblische Taufe ist was ganz anderes. Es ist die Einschulung. Du musst rein gar nichts erreicht haben. Die Frage ist, hat er was in dir erreicht? Hat er bei dir bewirkt, dass du deine Sünden von Herzen bereust? Und dass du kommst mit diesem echten Flehen, vergib mir meine Schuld, weil Christus doch für mich gestorben ist, dem Sünder. So, das ist die Voraussetzung, um getauft zu werden. Und dann lernst du alles zu halten, was Christus geboten hat. Und ihr seht hier, wie schnell das auch geht. Es ist dringlich, dass diese Leute sich Christi Herrschaft unterwerfen. Und seht ihr auch, wie gut es ist, wenn die Gemeinde wächst? Wir haben ja einigen Wachstum erfahren, auch in der letzten Zeit, und manche fühlen sich vielleicht nicht mehr so heimisch, weil dann hat man plötzlich so 150 Leute um sich herum und so weiter. Und ja, und dann schicken wir als Pastoren so ein Zeugnis rum und sagen, da möchte wieder jemand getauft werden. Und ihr fragt euch, wer ist das eigentlich? Ja? Noch einmal, Gott sei Dank, wenn du den Überblick verlierst. Gott sei Dank. Warum? Weil es uns doch nicht um Zahlen geht. Sondern jede einzelne Zahl steht für eine Seele. Und wenn auch nur ein Sünder Buße tut, heißt es, freut sich der ganze Himmel. Verstehst du? Und ich frage mich, wie muss das denn für die gewesen sein? Wir haben erfahren in den Versen zuvor, dass sie 120 Leute waren. Überleg dir das. 120. Und dann an einem Tag, an einem, werden 3000 hinzugetan. Es hat sich nicht mehr heimisch angefühlt. Aber glaubst du, die waren traurig? Glaubst du wirklich, die waren traurig? Wie werden die gejubelt haben, dass alle diese Feinde plötzlich bei ihnen sind und Christus anbeten und ihm die Ehre geben und sich seiner Herrschaft unterwerfen? Oh Gott sei Dank, Halleluja, dass er solch großes Werk tut an Feinden, die ihn ermordet haben. Oh Gott sei Dank für Gemeindewachstum.
Aber nicht uns, Herr, gib die Ehre, sondern allein dir, denn du bist es, der Menschen rettet und hinzutut und die Gemeinde baut. Und denkt daran, was Pfingsten doch bedeutet. Wir haben es studiert, Pfingsten, dieser Tag, den hat Gott ausgesucht, weil es eigentlich sozusagen Erntedankfest war. Es war der Tag der Ernte, jetzt geht die Ernte los. Jetzt wird Gott die Ernte einfahren. Jetzt kommt die Weltmission. Jetzt werden Menschen gerettet in allen Völkern und Sprachengruppen und sogar Stämmen. Und ich glaube, dass diese Zahl 3000 kein Zufall war. Warum? Mose, er war auf dem Berg, um die 10 Gebote zu empfangen. Er kam wieder. Und was folgte? Die Leute feierten und tanzten. Okay. Nein, sie tanzten um ein goldenes Kalb herum. Sie opferten einem Götzen. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Legt jeder sein Schwert an seine Hüfte. Geht hin und her, von Tor zu Tor am Lager und erschlagt jeder seinen Bruder und jeder seinen Freund und jeder seinen Nachbarn. Und die Söhne Levis taten nach dem Wort Moses. Und vom Volk fielen an diesem Tag etwa 3000 Mann. An einem Tag 3000. Dein Bruder, dein Freund, dein Nachbar. Alle, die diesen Götzen angebetet haben und so schändliche Dinge getrieben haben. Das Gesetz, das vom Berg kam, es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut. Aber es bringt uns allen den Tod, denn wir alle verdienen, hingerichtet zu werden, zu sterben für all das, was wir getan haben. Christus aber, er ist gekommen, um die Gnade zu bringen für Sünder, die verdient haben zu sterben. Und er rettet 3000 Juden, die eigentlich Feinde Gottes waren und noch Schlimmeres getan haben, als ein goldenes Kalb anzubeten. Das erinnert mich an die Predigt später in Apostelgeschichte 13, wo ein Apostel predigt, so sei euch nun kund, Brüder, dass durch diesen Jesus euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Das, was das Gesetz Mose nicht vollbringen konnte, weil es nur verdammt, weil wir Sünder sind. Christus ist gekommen, um sich verurteilen und hinrichten zu lassen, auf dass wir durch den Glauben an ihn gerechtfertigt sind und ewiges Leben haben. Welch ein Reichtum an Gnade, was für einen König der Barmherzigkeit haben wir. Aber nun lasst uns noch auf dich zu sprechen kommen, auf dich persönlich. Was bedeutet jetzt das Gepredigte für dich? Erstens, nimm das Wort Gottes an. Ist es wirklich dir ins Herz gedrungen, dass du dein Elend, also deine Sündenschuld und all das fühlst, dass du dir bewusst bist, dass es dich wirklich triffst im tiefsten Inneren, dass du, vielleicht sagst du, hast den Herrn Jesus Christus nicht gekreuzigt. Was hat den Herrn Jesus Christus ans Kreuz gebracht? Sündenschuld, für die er bezahlt hat. Ist er auch für deine Schuld am Kreuz gestorben? Hast du verstanden, dass du ihn verachtet hast, indem du ihn nicht geliebt und gehorcht und für ihn gelebt hast? Trifft es dich im tiefsten Inneren, wie du mit dem Herrn Jesus Christus umgegangen bist? Mit dem Herrn der Herrlichkeit, vor dessen weißen Thron, diesem Richterstuhl, du stehen wirst? Und alles dreht sich um diese eine Frage. Was hast du getan mit diesem Christus? Trifft das Wort dich persönlich ins Herz? Und fragst du, was soll ich tun? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Sag, tust du Buße? Dass du radikal umdenkst, dass dir vorher die Herrschaft Jesu Christi egal war und du ihn einfach verachtet hast und missachtet hast in allem, in Worten und Taten und Gedanken und du radikal nun umkehrst
und wahre Buße tust. Und noch einmal, wie ich es immer wieder sage, wahre Buße erkennt man daran, dass sie anhält. Du tust nicht einmal Buße, du tust dein Leben lang immer wieder Buße. Das bedeutet immer wieder, Herr Jesus, ich will dich ehren. Und wo ich falsch gedacht und geredet und gehandelt habe, vergib mir. Alles soll dich ehren. Ich will umdenken in allen Bereichen meines Lebens. Tust du Buße? Es bedeutet Abkehr von allen Sünden. Bist du gerettet aus dieser Generation? Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo man sich distanziert oder dieses Canceling oder wie man das nennt. Ja, du bist ein christlicher Fundamentalist, so ein Biblizist, dann will man sich distanzieren von dir. Verstehst du, dass das eigentlich ganz andersrum ist? Wenn du wirklich die Heilige Schrift glaubst, wenn du gehörst zu Christus und du dich seiner Herrschaft unterwirfst, dann musst du dich distanzieren. Du bist derjenige, der herausgerettet wurde aus diesem bösen Geschlecht, aus dieser bösen Generation. Du distanzierst dich nicht im Sinne von, ich habe einfach nichts damit euch zu schaffen. Du willst sie gewinnen für Christus und du liebst sie und du dienst ihnen. Aber klar ist, du gehörst nicht mehr dazu. So heißt es im Philipperbrief Kapitel 2, tut alles murren und ohne zweifelnde Überlegung, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Du sollst leuchten inmitten dieses verdrehten und verkehrten Geschlechts. Tust du das? Hast du dich retten lassen aus dieser Generation, die den Untergang geweiht ist? Petrus schreibt, 1. Petrus 4, denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen und in Begierden, in Trunkenheit und Schwelgereien, in Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Es befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft und dieselben bösen Dinge tut. Jeder Christ, jeder, muss gerettet werden aus seiner Generation. Und besonders aus diesen groben Sünden und Götzen, die herrschen in unseren Tagen. Das heißt, jeder Christ ist geboren für seine Zeit. Um in seiner Zeit den Götzen und all der Bosheit und der Finsternis zu widerstehen und ein Zeuge zu sein gegen dieses böse Geschlecht. Jeder ist geboren für seine Zeit, um gerettet zu werden aus seiner Generation und all den bösen Dingen in seiner Generation zu widerstehen. Aber das offizielle Zeichen, dass du nicht länger zu dieser Generation gehörst, ist, dass du kommst und das Zeichen des Königs trägst in der Taufe. Hast du dich taufen lassen? Und ich frage dich als Kind, als Säugling, sondern ob du gekommen bist im Glauben, um dich dem König zu unterwerfen, um die Vergebung deiner Schuld zu bitten und um die Gabe des Heiligen Geistes. Und hast du begriffen, dass wenn du dieses Zeichen empfängst, er dir zusagt, dass er dir die Vergebung gibt und den Heiligen Geist. Also was zögerst du noch? Sind welche unter euch, die zögern, sich taufen zu lassen? Was zögerst du noch, dich dem König offiziell zu unterwerfen und um seine Gnade zu bitten, um Vergebung der Schuld und die Gabe des Heiligen Geistes? Lass dich taufen auf seinem Namen und lass dich der Gemeinde hinzufügen, denn du sollst nicht alleine stehen unter der Herrschaft des Königs. Wir stehen Schulter an Schulter. Wir weinen und wir lachen. Zusammen. Wir kämpfen. Wir fallen zusammen. Wir stehen zusammen, weil der Herr uns erhält. Ihr aber, die ihr schon getauft seid, der Herr hat dir dieses Zeichen verliehen. Denkt daran, was es bedeutet. Der Herr schenkt dir die Vergebung aller deiner Sünden. Glaubst du das noch? Immer noch? Hast du es vielleicht geglaubt am Tag deiner Taufe? Glaubst du es heute noch? Dass er dir alle deine Schuld vergibt? Dass er dich erfüllt mit seinem wunderbaren, hochgepriesenen Heiligen Geist, der dich führt, der dich leitet, der dich lehrt, ein heiliges Leben zu führen? Denk an deine Taufe. Erfreue dich an das Zeichen des Königs. Und
Diese Verheißung, sie gilt nicht nur dir, sie gilt deinen Kindern, also unterrichte sie darin. Rufe sie zu dem Herrn, predige ihnen das Evangelium, lebe es ihnen vor und sei kein Heuchler, der nur sonntags kommt und irgendwie versucht, einen tollen Christen darzustellen, ach so fromm. Und nun zu Hause, wie sieht's da aus? Die Verheißung gilt auch deinen Kindern. Sei nicht wie jemand, der ihnen im Wege steht, sondern sei wie jemand, der sie führt, an die Hand nimmt und zu Christus führt. Und diese Verheißung, sie gilt auch allen, die fern sind. Wie viele Menschen gibt es wohl noch, die fern sind, die der Herr noch berufen wird, die noch nicht gehört haben? Ihr Lieben, die Ernte ist groß und Pfingsten war nur ein Vorgeschmack auf das, was der Herr vorhat. Der Herr vermag Gewaltiges zu tun. Darum ist es einer meiner größten Freuden, die ich habe, in der Gemeinde zu sehen, wie ihr Samstag auf der Straße seid. Wie ihr das Evangelium ausruft auf den Straßen von Frankfurt. Aber möge der Herr uns Ernte schenken. Möge der Herr Menschen zum Glauben führen. Denn wenn wir doch Christus als Herrn verkündigen, dann ist er mit uns mit seiner Kraft. Nicht einfach nur, um zu verdammen, die nicht glauben, sondern auch, um die zu berufen und zu retten, die glauben werden, wenn sie das Wort hören. Lasst uns heute alle, jeder Einzelne, groß oder klein, liebe Kinder, alle uns beugen vor dem König aller Könige. Und wenn du dich ihm noch nicht von ganzem Herzen unterworfen hast, heute ist der Tag. Dann komm und lass uns Pastoren nicht in Ruhe, bis wir dich getauft haben. Komm, der Herr Jesus Christus ruft dich. Und jeder, der heute seine Stimme hört, verstocke sein Herz nicht. Lehn nicht den ab, der zu dir redet. Denn es ist nicht ein Mensch, es ist der Gottmensch, Jesus Christus, dem die Ehre sei. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.